Gut. Herr Günther Netzer, was trauen Sie den Deutschen zu in der WM 2010? Na, sie sind noch nicht da bei der WM 2010. Sie haben eine ganz schwierige Qualifikation noch zu spielen, heißt in Russland. Dürfen sie nicht verlieren. Und das ist nicht ausgemachte Sache, dass sie schon in Südafrika sind. Aber wenn sie in Südafrika sind, was sind die Ziele und was sagen Sie, muss die deutsche Nationalmannschaft machen? Nun, die Deutschen haben immer einen gewissen Anspruch. Das ist so, wenn sie an einem Turnier teilnehmen, verlangt man eigentlich von ihnen, dass sie möglichst unter die letzten vier kommen. Das wird auch in diesem Jahr hier, im nächsten Jahr wird es auch wieder sehr, sehr schwierig sein. Sie haben nicht eine Mannschaft, wo man sagen kann, die ist schon gefestigt und sie hat eine derartige Qualität, dass man sagt, sie kommt ganz sicher nicht auf die ersten vier. Da muss noch sehr, sehr viel passieren, das ist noch nicht der Fall. Also, man muss das nächste Jahr abwarten, wie sich die Mannschaft entwickelt. Wir haben sehr viele junge Spieler, die sich noch entwickeln können. Das muss aber auch passieren. Was trauen Sie den Schweizern zu? Die Schweizer haben sich gefangen nach dem Fehlstart eigentlich. Sie haben natürlich auch einen erstklassigen Trainer, der weiß, was er tut. Und wir haben eine Reihe von sehr, sehr guten Talenten hier in der Schweiz, die sich entwickeln können. Ich bin überzeugt, dass die Qualifikation scheint. Was sagen Sie zum Theater oder generell zu den Bayern, was da im Moment abgeht? Der FC Bayern ist ein großer Verein. In großen Vereinen geht es immer sehr turbulent dazu, also die Vereine, die wenig Qualität haben. Und bei Bayern ist sehr vieles passiert im letzten Jahr. Sie haben die Meisterschaft verpasst. Das ist keine gute Leistung. Immer eine schlechte Leistung, wenn Bayern zulässt, dass jemand anders Meister wird. Und im letzten Jahr war es wirklich eine schlechte Leistung. Das müssen sie in diesem Jahr reparieren. Und sie tun sich schwer für den Anfang. Sie haben meines Erachtens einen sehr, sehr guten, qualifizierten Trainer geholt. Sie haben eine Reihe von guten Spielern geholt. Aber das muss alles erst zusammenwachsen. Und nach dem gestrigen Tag hat man gesehen, dass die Mannschaft sehr viel Potenzial hat. Aber es muss jetzt eine Serie entstehen, wo man sagt, ja, sie haben sie was. Diese Turbulenzen schaden sicher auch das ganze Theater um Ribery, um Real Madrid. Wieso machen Sie das immer selber? Wieso machen Sie sich das Leben immer selber so schwer? Es ist also eine Anhäufung von großen Stars, häufen sich auch die Probleme an. Es sind große Individualisten, die teilweise ein eigenes Leben haben. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, man muss ein Gefühl dafür entwickeln, dass man ihre Pflichten, die Pflichten der Spieler, die ja auch vorhanden sind, doch richtig anwendet. Und es muss ein Trainer da sein, der der unbedingte Chef ist dieser Spieler. Und nach dem muss sich alles auch ausrichten. Und das haben sie, glaube ich, in Van Gaal haben sie einen Mann, der diese Linie verfolgt. Okay, vielen Dank. Danke. Ja, wiedersehen. Wiedersehen. Wieder drücken. Ja. Wieder da drücken.